Professor Dr. Jörg Spitz ist Ernährungsmediziner und mit ihm spreche ich heute über das Thema Omega-3-Fettsäuren. Viel Spaß bei folgendem Interview. Hallo, Herr Professor Dr. Spitz, grüße Sie. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr schön, dass wir uns erneut treffen. Heute soll es um das Thema Omega-3-Fettsäuren gehen. Das ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ne? Das Vitamin-D-Thema hatten wir ja das letzte Mal besprochen. Heute soll es dann eben um die Omega-3-Fettsäuren gehen. Ich steige direkt ein. Was sind Omega-3-Fettsäuren und welche Rolle spielen diese für unseren Organismus? Ja, die Omega-3-Fettsäuren sind eine ganz spezifische Art von Fett. Und zwar sind es hochgradig ungesättigte Fettsäuren, die ganz andere Eigenschaften haben. Und zwar eben aufgrund ihrer Beschaffenheit in der Gliederbildung, ihrer Sättigung mit Elektronen. Und man hat lange Zeit gedacht, dass die Aufgabe sich darauf beschränkt, diese Eigenschaften in die Zellmembran einzubringen, dass die nämlich geschmeidiger werden. Ja, die gesättigten Fette sind relativ starr und die ungesättigten machen also die Zellwände weicher. Aber das war, ähnlich wie ein Vitamin D, nur die Hälfte der Geschichte, sondern man hat inzwischen gesehen, dass aus diesen ursprünglichen Formen DHA und EPA, dass daraus weitere Substanzen entstehen, sogenannte Resolvine, die im Entzündungsstoffwechsel eine Aufgabe haben. Und wer sich so ein bisschen mit der menschlichen Medizin und den Eigenschaften im Körper beschäftigt, der weiß, dass die Entzündung die Mutter aller Krankheiten ist. Und von daher haben Omega-3-Fettsäuren in den letzten Jahren einen Riesenschub an zusätzlichen Aufgaben bekommen, die sie natürlich immer schon gehabt haben. Nur wir waren zu blöde, es zu erkennen. Wir wussten nicht, dass sie diese Aufgaben haben. Und von daher ist es ein Bereich, wo ich sage, inzwischen folgen die Publikationen über Omega-3 dicht auf Vitamin D. Wenn man das in den Datenbanken sieht, da ist vor 10, 15 Jahren bei Vitamin D so hoch gegangen und seit etwa 5 Jahren geht es bei Omega-3 genauso hoch. Das heißt also ein intensiver Forschungsgegenstand der Biologie. Super spannend und auch berechtigt, ja, muss ich sagen. Wenn man einmal erlebt hat, was für Effekte da passieren, das ist schon hochgradig spannend. Ja. In dem Zusammenhang mit Omega-3 hört man natürlich auch immer wieder die Relevanz von der Ratio zu Omega-6-Fettsäuren. Was hat es damit auf sich und welche Ratio besteht heutzutage? Ja, also das ist genau der springende Punkt oder das hüpfende Komma. Denn so wie wir Omega-3-Fettsäuren brauchen, gibt es und wir brauchen auch zusätzlich Omega-6-Fettsäuren. Der Körper nutzt alle diese Nahrungsbestandteile für seinen Stoffwechsel. Und ich habe eben schon gesagt, dass Omega-3 entzündungshemmend wirkt. Und so ist es umgekehrt, dass Omega-6 Fettsäuren entzündungsfördernd wirken. Nun kann man natürlich sagen, was brauche ich denn verdammt nochmal Entzündungsförderung? Entzündung ist doch schädlich. Es ist nicht schädlich, sondern man muss wissen, dass zum Beispiel alle Heilungsprozesse, wenn ich mir zum Beispiel den Finger geschnitten habe, dieser Heilungsprozess über eine Entzündung abläuft. Es werden dort entsprechende Botenstoffe ausgeschüttet, die eine Entzündung hervorrufen und da mischt Omega-6 intensiv mit. Das heißt also, wenn Sie kein Omega-6 haben, im härtesten Falle verbluten Sie, weil die Wunde sich nicht verschließen kann. Das Problem ist nur, wenn Sie überwiegend Omega-6 haben, wird Entzündung, Entzündung, Entzündung gefördert und Sie bekommen eine chronische Entzündung. Und die kann der Körper nicht gebrauchen, sondern diese Entzündung, dieser Entzündungsvorgang muss abgelöst werden durch einen antientzündlichen Vorgang und dafür wird Omega-3 gebraucht. Also es sind beide Substanzen nötig, aber in einem ausgewogenen Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht, sagt man, ist etwa 1:3, 1:2. Ja? Und so war das auch früher mal in unserer Nahrung.
Nur inzwischen ist etwas passiert, was die Natur nicht vorhersehen konnte, nämlich, dass wir nicht mehr unsere natürlichen Nahrungsmittel nehmen, Lebensmittel nehmen, sondern dass wir künstlich hergestellte Nahrung haben. Und dazu muss man wissen, dass man die Omega-6-Fettsäuren aus vielen Pflanzenölen herstellen kann und die sind spottbillig. Und natürlich nutzt die Industrie die Öle, die am billigsten sind, die man auch noch gut einsetzen kann, die teilweise geschmacksneutral sind und zwar zum Beispiel Sonnenblumenöl. Ja? Oder auch im Rapsöl ist relativ viel drin und. Das heißt also, wir werden überschwemmt mit Omega-6-Öl und dann sinkt entsprechend verhältnismäßig dazu die Menge, die an Omega-3 da ist. Selbst wenn wir uns noch normal ernähren würden, ausreichend Omega-3 in der Nahrung hätten, ist das Verhältnis auseinander. Ja, wir haben also Messungen, der Professor von Schacki ist da führend in Deutschland, ist ein Kardiologe, der sich darum gekümmert hat. Der hat Messungen durchgeführt, unter anderem auch bei Kindern. Und da haben wir gesehen, dass die Kinder teilweise ein Verhältnis von 20 bis 30 zu 1 hatten, Omega-6 zu Omega-3. Woher? McDonald's lässt schön grüßen. Wie Fastfood. Ja? Und je mehr Fastfood wir essen oder auch Dressings, ja, Salatsoßen, überall Omega-6 drin. Deswegen muss man also zweigleisig fahren. Wir müssen einmal Omega-6 runterfahren, möglichst keine vorgefertigten Speisen mit Omega-6 nehmen. Und auf der anderen Seite, da das nicht ausreicht, was wir in der Nahrung haben, müssen wir Omega-3 supplementieren. Es geht nicht anders. Wenn natürlich täglich sein selbstgefangenes Lachssteak isst, ja, kein Zuchtlachs, der ist voll Omega-6. Die werden nämlich auch mit Omega-6 gefüttert, weil es billig ist. Ja? Sondern Omega-3 aus dem Wildlachs, der hat natürlich genug. Aber die 2 Gramm, die wir brauchen, auch das ist ganz wichtig. Wir brauchen 2 Gramm pro Tag. Und wenn sie weniger geben, auch in Studien, dann ist es nicht ausreichend. Und dann gehen diese Studien in die Hosen. Ja? Wer das nicht weiß, verkündet dann, ja, Omega-3 bringt ja überhaupt nichts. Große Studie gewesen, doppelblind, Placebo kontrolliert, alles so. Nee, nicht okay. Falsches Studiendesign. Ja? Also man muss bei solchen Studien immer sorgfältig gleich das Design lesen. Dann weiß man nämlich, die ist schon darauf ausgelegt, in die Hosen zu gehen. Die kann nichts bringen. Ja? Und von daher ist also ganz, ganz wichtig, das Verhältnis zu wissen und auszugleichen. Omega-6 runterfahren, Omega-3 supplementieren. Ja, in dem Kontext hört man ja dann auch häufig, ne, wenn es dann eben den Überhang gibt von Omega-6 in einem Verhältnis, was nicht mehr optimal ist, eben von den Entzündungen, stillen Entzündungen, Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Migräne und so weiter. Welche Rolle spielen die Omega-3-Fettsäuren hier? Ja, es ist ursächlich klar, in dem Augenblick, wo ich die Auflöser der Entzündung hochfahre, also Omega-3 supplementiere, wird ein entzündlicher Prozess im Körper runtergefahren. Das heißt also, ob das jetzt Diabetes-produzierte Entzündung ist, ob das eine Entzündung im Rahmen eines Autoimmunprozesses, wie auch immer, ich fahre automatisch diesen Prozess nach unten. Es ist natürlich nicht alleine ausreichend. Also diese Botschaft muss man auch nochmal grundsätzlich sagen, gilt auch für Vitamin D. Wir wissen heute, monokausales Denken ist falsch, es kann nicht funktionieren. Der Mensch ist extrem komplex und deswegen müssen wir immer multikausal oder multifaktoriell denken. Man muss an verschiedenen, möglichst vielen Schrauben drehen, dass das Ganze funktioniert. Wir müssen dann auch sehen, dass wir eben keine Nahrung zu uns nehmen, die entzündungsfördernd ist. Wir müssen sehen, dass wir unser Gewicht runterfahren, weil auch das Übergewicht entzündungsfördernd ist und. Und dazu gehört eben dann eine Menge von 2 Gramm pro Tag, mindestens. Okay, mindestens 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren. Das kann man schon fast pauschal dann auch sagen. Das trifft bei den meisten. Wenn Sie eine Autoimmunerkrankung haben, sollte man sicherlich bis zur doppelten Dosis gehen. Ganz locker. Okay. Lässt sich denn überhaupt, wir hatten es gerade eben schon so ein bisschen drüber mit der modernen Ernährung, lässt sich denn das optimale Verhältnis zwischen Omega-3 und 6 mit der modernen Ernährung überhaupt erzielen? Und wie sieht es denn mit Lebens- und Ernährungsweisen zur Abdeckung eben aus? Ist es überhaupt möglich? Gibt es da vielleicht neueste Erkenntnisse, Studien? Also es ist extrem schwierig. Mit unserer Ernährung extrem schwierig, weil noch einmal in der Top Nahrung in dem Wildlachs, da müssen Sie schon etwa 400 Gramm pro Tag essen, damit Sie auf Ihre Menge kommen. Wenn Sie aber einen anderen Fisch nehmen, der nicht so dunkel ist, also schon diese Fette enthält, sondern einen weißen Fisch nehmen, dann kommen Sie schon auf 1 Kilogramm.
dann müssen sie morgens, mittags und abends Fisch essen. Läuft nicht, ja? Auch in Eiern, wenn sie Hühner haben, die auf der Weide, Wiese draußen rumpicken und so, und auf natürliche Weise auch Omega-3 produzieren, auch dann müssen sie 20 Eier essen. Oder. Ja? Also es funktioniert im Grunde genommen nicht mehr. Noch einmal, zu früheren Zeiten, als zum Beispiel auch im Fleisch Omega-3 war, wenn die Rinder auf der Weide oder unser Wild auf der Weide draußen gewesen ist, das ist eine ganz andere Situation gewesen. Aber die können wir heute mit natürlichen Mitteln nicht mehr nachvollziehen. Und von daher ist meine Empfehlung, genauso wie beim Vitamin D, supplementieren Sie. Denn damit haben Sie dieses Problem vom Tisch. Wir haben genügend andere Probleme, ja, wo es extrem schwierig ist. Bewegen Sie mal Ihren Hintern jeden Tag ausreichend. Ja, extrem schwierig. Aber einen Löffel Omega-3-Öl reinzuschieben oder eben 5000 Einheiten Vitamin D reinzuschieben, ist überhaupt kein Problem. Ja, es kostet zwar etwas, aber damit habe ich ein essentielles Gesundheitsproblem mir vom Hals geschafft. Ganz, ganz wichtig. Und wenn ich dann noch von diesen Folgen profitiere, indem ich besser drauf bin, auch mental besser drauf bin, denn das DHA bewirkt ja auch ganz oben im Popöchen einiges zusammen mit dem Vitamin D, dann bin ich besser drauf und dann kriege ich auch andere Dinge eher gebacken. Ja? Ich verzweifle nicht gleich, wenn es mir mal nicht gelingt, ausreichend mich zu bewegen. Oder guck, machen wir am nächsten Tag oder so. Das heißt, ich bin einfach besser drauf und das ist ganz entscheidend. Ja, absolut. Okay, super. Also gut, Supplementierung, also absolut ratsam. Welche Tipps gibt es denn bei der Einnahme? Muss man da auf was Bestimmtes achten? Und zweite Frage, kann man mit Omega-3 auch überdosieren? Also dazu zu letzterem große Sorge immer gewesen. Es gibt nicht sehr viel Literatur dazu, aber ich habe neulich einen Bericht gelesen, der kam, glaube ich, sogar aus der Charité mal wieder. Die haben vor Herzoperationen, haben sie den Patienten abgefüllt mit Omega-3, also vier, fünffache Dosis genommen und haben geschaut, im Chirurgenjargon, ob der vermehrt schweißt. Das heißt, dass vermehrt Blutungen auftreten unter der Operation und das ist nicht passiert. Also sie haben keine Gerinnungsstörungen gesehen, nichts. Also von daher ist das auch so eine Sorge, die aus Halbwissen abgeleitet ist und sagt, ja, es ist ja gegen Entzündung und es ist gegen Thrombose und so, dann wird das Blut so dünn, dass es einem glatt aus der Vene rausläuft. Dem ist offensichtlich nicht so. Es gibt dafür keine Belege. Und die andere Sache beim Einnehmen, auch da gibt es inzwischen unter Umständen Probleme. Wir haben ja Gott sei Dank seit ungefähr 2 Jahren das Algenöl bekommen. Ja? Nicht nur, dass wir damit aus dem Thema vegetarisch und vegan aus der Problematik raus sind, sondern auch, dass wir damit den Nachschub sichergestellt haben. Denn die Meere sind ja jetzt schon leer, mehr oder minder. Ja? Und wenn wir alle Menschen ausreichend mit Omega-3 versorgen wollen aus dem Meer, dann wäre da nichts mehr drin. Also von daher war es überfällig, dass das entwickelt worden ist. Und das Tolle ist eben, dass man diese Algenöle wirklich unter absolut optimalen Bedingungen herstellen kann und dass sie gleichwertig sind, sogar noch etwas konzentrierter sind. Und damit kommen wir in das Problem rein, dass dann auch unter Umständen die Menge an Öl, an Fett, die in diesem Algenöl drin ist, insgesamt nicht ausreicht für die Fettresorption. Das heißt also, man sagt dann bitte auch noch zu dem reinen Algenöl noch dazu oder Fischöl noch dazu, Olivenöl oder irgendein anderes Öl oder eine fettreiche Mahlzeit zusammen. Ja. Die Öle Ah, sind, okay. bitte? Entschuldigung, ja. Ja, die Öle sind übrigens so wohlschmeckend, muss man ganz klar sagen, dass sie eben nicht nach Fisch schmecken. Jedenfalls nicht bei dran. Und wenn Sie ein Fischöl bekommen oder auch ein Algenöl bekommen, was fischig schmeckt, dann ist dieses Öl ranzig. Dann ist es nicht gelagert gewesen, gut, oder es hat irgendwo Sauerstoff bekommen. Ich habe also früher, als ich angefangen habe zu supplementieren, Kapseln geschluckt. Da gab es das praktisch nur in Kapseln. Und habe dann so eine Stunde später, bupp, immer so ein Fischbäuerchen gemacht. Ne? Dann habe ich gedacht, naja gut, wenn also das empfindliche Omega-3-Öl mit meinem Salzsäure im Magen zusammenkommt, dann oxidiert das eben, dann gibt es dann eben diesen Geschmack. Inzwischen weiß ich aber, dass dem nicht so ist. Ja? Wenn ein Fischöl nach Fischöl schmeckt, ist es ranzig und verdorben. Ja? Dann passiert im Magen nichts. Seitdem ich das aus der Flasche nehme, habe ich keine Probleme mehr. Ich habe kein Fischbäuerchen mehr gemacht. Ne? Also von daher ganz wichtig, wenn Sie Kapseln einnehmen, zerbeißen Sie mal eine.
Ja, wenn Sie anschließend spucken müssen, dann wissen Sie, das Ding ist nicht in Ordnung. Ja, super, da sind wir schon direkt beim Thema. Auch wir hören ja auch oft von Kritikern jetzt wiederum eben drum, man soll kein Fischöl nehmen, weil es fast immer ranzig ist und ja, deswegen soll man es lieber ganz lassen, ne? Das ist oftmals so ein Thema. Also man sollte sicherlich kein ranziges nehmen, denn das ist oxidiert und das ist sicherlich giftig. Aber bitteschön, man braucht gesunde Substanzen, frische Substanzen, egal worum es sich handelt, auch beim Öl. Ja. Genau. Ja, und das Schöne ist ja, da legen wir extrem viel Wert drauf, ne? Auch auf das Messen. Wie können wir sicherstellen, dass es eben nicht passiert? Und da gibt es den Totox-Wert oder beispielsweise auch Peroxid-Value, PV. Das sind einfach zwei Werte, wo man dann auch ganz sicher gehen kann, dass es auch ein frisches Thema ist, ne? Weil wir bieten es. Messen, ja. Bitte? Ja. Messen, machen, messen. Ja, das ist Ja. das Tolle. Wir können heute viele Dinge, von denen wir früher nur gedacht haben, wie sie sein sollten, können wir messen, im Blut messen und dann sehen, wo stehe ich. Dann kann man überlegen, was brauche ich, was sollte ich tun. Und wenn ich getan habe, kann ich wieder messen. Und dann kann ich zeigen, dass ich dahin gekommen bin, wo ich hin wollte. Oder, oh, ich habe noch ein Problem. Und dann kann ich das beseitigen. Also das ist eine tolle Technik, messen, machen, messen. Ja. Genau. Also da legen wir auch extrem viel Wert drauf, weil es eben, wie Sie es gesagt haben, dann schon ein Thema ist, ne, wenn es ranzig wird. Ja, Okay, und bei der Einnahme, es ist Entschuldigung? immer schade, wenn man Geld für etwas ausgibt, was dann nicht den Nutzen bringt. Man könnte mit einer kleinen weiteren Korrektur ist man dann genau da, wo man hin muss. Ja. Ganz genau, ganz genau. Und bei der Einnahme dann, wie gesagt, kann man schön kombinieren, vielleicht auch mit Vitamin D, ne? Ja, auf alle Fälle. Beides zu einer fettreichen Mahlzeit dann, ja. Klasse. Wir haben noch eine Frage aus der Community auch bekommen, und zwar ging es da um den Cholesterinspiegel. Da ging es darum, oder da war wohl die Sorge, wie ist es denn bei den Omega-3-Fettsäuren mit dem Cholesterinspiegel? Erhöhen die den? Ja, da kursiert immer das große Problem, wobei schwerpunktmäßig ist also in der Tat so, aber schwerpunktmäßig wird das HDL erhöht und nicht das LDL. Und von daher sind wir auch da auf der sicheren Seite. Das ist das eine. Das zweite ist, wer mit seinem Cholesterinwert kämpft, der sollte sich mal gut in die Literatur einlesen. Auch da ist ein Buhmann aufgebaut worden, aus marketingtechnischen Gründen. Niemand ist in der Lage, mit seiner Ernährung seinen Cholesterinspiegel zu verändern, sondern es ist die Leber, unsere eigene Leber, die den Cholesterinwert im Blut bestimmt. Und zwar produziert sie so viel Cholesterin, wie sie den Eindruck hat oder informiert wird vom übrigen Körper, dass der Körper braucht. Wenn man jetzt Cholesterin runterfährt, obwohl der Wert erhöht ist, arbeitet man gegen die Natur seines eigenen Körpers. Das muss man sich mal gut überlegen, was man da tut. Sicher, es kann sein, dass, aber das sind ja alles Korrelationen gewesen. Es wird ja immer gesagt, Vitamin D oder auch Omega-3, das sind ja alles nur Assoziationen. Nein, wir wissen ja inzwischen exakt, was die Substanzen tun. Aber diese Korrelationen sind natürlich auch für den Bluthochdruck und die Folgen mit dem Cholesterinspiegel. Da kann keiner sagen, genau sagen, warum das so passiert. Das ist nur beobachtet worden. Aber was da alles noch dazugekommen ist, weiß kein Mensch. Also von daher, die Sache mit dem Cholesterin ist eine sehr, sehr dubiöse Geschichte. Gut informieren und dann die richtige Entscheidung treffen. Bei Migräne war auch noch eine Frage. Wie ist es da, der Zusammenhang von Omega-3-Fettsäuren mit Migräne? Kann man dazu was sagen? Also dazu habe ich bis vor kurzem nicht allzu viel gewusst und dann hat mir ein Freund erzählt, dass eine Zahnärztin ja so massiv Migräne gehabt hat, sodass sie mehrere Tage im Jahr in ihrer Praxis nicht arbeiten konnte, irgendwann gesagt hat, dann nehme ich doch einfach mal mehr, bisschen mehr Omega-3 und hat also mit einem erhöhten Omega-3-Zufuhr ihre Migräne echt in den Griff bekommen. Und dann habe ich etwas getan, was ich immer tue, wenn ich solche Stories höre. Ich gehe in die Datenbanken und gucke mal nach. Und siehe da, es gibt etliche Arbeiten in den wissenschaftlichen Datenbanken über Omega-3 und Vitamin D. Ja. Omega-3 und Migräne. Und Vitamin D natürlich genauso. Ja. Beide Substanzen wirken auf die Nervenfunktion. Und zwar ist das vor 5 Jahren schon publiziert worden. Sie sind dafür zuständig, dass an den Synapsen die Information weitergegeben wird. Omega-3 und Vitamin D sind verantwortlich für die Weitergabe an den Synapsen. Also von daher ein idealer Zustand, wenn man genügend Vitamin D und Omega-3 hat, auch im Gehirn.
Ja, klasse. Gibt es bestimmte Personengruppen, die vielleicht unbedingt auf ihren Omega-3-Fett, also haben wir jetzt schon rausgehört, das sollte eigentlich jeder tun, aber gibt es vielleicht bei bestimmten Personengruppen, die besonderen Wert drauf legen sollten, dass auch die Versorgung passt? Ich denke jetzt vielleicht an stillende schwangere Kinder oder so, oder auch Leute mit besonderen Krankheiten. Also ich denke mal, das Thema Schwangere ist extrem wichtig. Wir haben also in der Akademie vor 4 Jahren schon einen ganzen Kongress gemacht, 2 Tage lang, über das Thema Schwangerschaft. Ich habe das genannt Tatortschwangerschaft, ja, weil was in der Schwangerschaft schon alles angerichtet wird, dadurch, dass die Frau nicht weiß, was das Kind alles braucht. Ja, und das Kind bekommt alles von seiner Mutter. Und was die Mutter nicht hat in ihrem Körper, kann sie dem Kind nicht geben. Ob das jetzt Vitamin D ist, ob das Elektrolyte sind oder ob das Omega-3 ist. Das Kind ist abhängig von der Mutter. Deswegen macht es großen Sinn, dass die Mütter oder die Eltern schon vor der Wunsch, eine Schwangerschaft auszulösen, sich entsprechend ernähren, sich supplementieren, damit der Körper wirklich im Überfluss alles hat und aus diesem Überfluss heraus dann auch entsprechend eine solche Schwangerschaft anschieben kann. Ja, wer nicht schwanger wird als Frau oder als Paar, es liegt ja immer an beiden, der muss sich darüber klar sein, dass die Natur klug ist. Die lässt eine Schwangerschaft nur zu, wenn sie sich sicher ist, dass die Schwangerschaft auch durchgestanden werden kann. Manchmal gibt es die Probleme während der Schwangerschaft, dann wird die Notstrippe gezogen und dann gibt es einen Abort. Ja, dann hat die Natur entschieden, was da entsteht, kann nie ein Kind werden, was mal ein Erwachsener werden kann. Also von daher Abort raus. Das ist aber alles unnötig, wenn man über ausreichende Ressourcen verfügt. Und die Uni oder eine Uni in Amerika hat gezeigt, alleine mit Vitamin D-Spiegel in der Schwangerschaft konnte man die Frühgeborenenrate um 50% senken. 50%. Und Wahnsinn. wenn man genügend Omega-3 hat, dann kriegt das Kind auch ein anderes Gehirn. Ja, weil das Omega-3 wird gebraucht, das DHA wird gebraucht, um das Gehirn aufzubauen. Gerade in der Schwangerschaft, aber auch für die Kinder. Also die Kinder sollten alles, was wir Erwachsene supplementieren, ebenfalls bekommen, in einer entsprechend gewichtsmäßig adaptierten Dosis. Was würden Sie sagen, was wäre so eine Dosis vielleicht für Kinder und Schwangere? Also ich würde da sagen, dass man auch hier die Daumenregel mit dem Gewicht nimmt. Ja. Wenn man also für einen 70 Kilogramm Menschen 2 Gramm nimmt, dann kann man für so ein kleines Kind, was eben nur 10 Kilogramm hat, kann man eben ein Siebtel. Das wären also dann 300, 0,3 Milliliter. Das kann man also über einen Dreisatz ganz gut ausreichen. Okay, Und also. die Schwangeren können den Standard nehmen, wie auch allgemeine Bevölkerung. Ja. Okay, super. Jetzt haben wir noch eine Frage bekommen, auch aus der Community, und zwar ging es darum, dass derjenige kein Omega-3 vertragen hat. Kann das denn sein? Also glauben kann ich es eigentlich nicht, aber glauben heißt, dass man es nicht weiß. In der Regel ist oder liegt der Grund dann darin, dass irgendwelche Begleitsubstanzen da sind. Also die erste Möglichkeit, das zu beseitigen, das Problem, ist das Präparat zu wechseln. Und denn dann sind vielleicht da Begleitsubstanzen drin, denn das reine Fett wüsste ich nicht, warum da der Magen rebellieren sollte. Ja. Also Präparat wechseln, dann kann man natürlich auch probieren, es eben mit einer Mahlzeit zusammenzunehmen, wo es dann einfach untergemischt wird und nicht so konzentriert ist. Ja. Weil es gibt ja immer Leute, die sagen, muss ja alles nüchtern einnehmen, nur dann wird das richtig resorbiert. Aber wir haben immer einen Speisebrei im Körper. Alle Substanzen sind irgendwo in Zellen drin, die erst zermatscht werden müssen und so. Also von daher bin ich viel, viel weniger kritisch als manch anderer, der sagt, nein, nein, müsst ihr nüchtern einnehmen, damit so alles resorbiert wird. Nix, rinnt in den Speisebrei mit dem normalen Essen zusammen und dann kann man sehen, wie es funktioniert. Es ist meistens das Problem erledigt. Ja. Und vielleicht sind es ja auch noch im Prinzip, ja, wie soll ich sagen, vielleicht stimmt auch irgendwas anderes nicht. Er hat noch geschrieben, es wäre wohl auch ein Reizmagen-Thema. Da können natürlich auch noch andere Probleme vielleicht drüber liegen, ne? Dass man die vielleicht Gut. zuerst lösen sollte. Gut, dann ist es jetzt natürlich, wenn der Magen schon Probleme hat und Ja. dann eine Ladung, wobei ich kann es nicht glauben, das Omega-3 ist so reizlos eigentlich, ja, dass eher ist irgendwas drin, ja, Konservierungsstoff oder man weiß es nicht, ja. Also Präparat wechseln als erstes und als zweites dann eben, wenn das immer noch nicht hilft,
ja, vielleicht auch den Magen sanieren, ne? Genau. Okay, super. Dann wäre natürlich noch das Thema Autoimmunerkrankungen sehr interessant. Wie ist da der Effekt? Haben Sie da Erkenntnisse aus der Forschung für uns? Absolut. Also wir haben ja auch in Deutschland seit etwa 3 Jahren das Coimbra-Protokoll für Vitamin D. Und da hat sich dann sehr bald herausgestellt, dass die Kombination von Omega-3 und Vitamin D für die Autoimmunerkrankung ein absoluter Segen ist. Absolut. Ich würde fast sagen, ein Muss. Ja. Keine Autoimmunerkrankung sollte ohne Supplementation von Omega-3 laufen. Ja. Und natürlich Vitamin D auch. Wobei wir schauen müssen. Ich habe also gerade vor ein paar Wochen den Professor Kolder, das ist der weltgrößte Omega-3-Forscher in England, den habe ich angeschrieben und habe gefragt, kannst du dir vorstellen, ich kenne dich schon seit vielen Jahren, kannst du dir vorstellen, dass für Omega-3 das Gleiche gilt wie für Vitamin D, nämlich dass etwa 30% der Bevölkerung Vitamin D in höheren Dosen braucht, weil die weitere Verwertung nicht gegeben ist, so gut wie es ist. Ist das vielleicht bei Omega-3 auch der Fall? Und dann hat er mir zurückgeschrieben, wir arbeiten seit 10 Jahren an diesem Problem. Ja, also genau das könnte auch sein, nur wir haben hier noch keine konkreten Zahlen. Das heißt, dass wir sagen könnten, probier doch mal mit 4 Gramm oder geh mal auf 6 Gramm oder so. Und ich hoffe, dass ich ihn dazu bringen kann, dass wir dieses Thema vielleicht gemeinsam aufarbeiten. Ja. Das ist noch eine Chance, die wir eigentlich haben, die wir bisher nicht genutzt haben. Wenn wir als Therapeuten mit den Herstellern zusammen systematische Feldstudien anfangen würden, wenn wir dokumentieren würden, was wir tun, ja, dann bekommen wir Material, was man nicht vom Tisch wischen kann. Ja. Der Einzelne ist immer irgendeine Erzählung. Ja. Aber wenn wir dann mal vielleicht 1.000 oder 2.000, es gibt ja verschiedene Hersteller, dann soll jeder 500 Leute beibringen, jeweils dann vielleicht 2.000, 3.000 Erfahrungsberichte haben, die sauber dokumentiert sind, Ausgangsbefund, Dosis und dann entsprechend Ergebnis. Dann stehen wir anders da. Und dann können wir auch solche Spielchen tragen und sagen, wer ist denn bereit, mal seinen Schwangeren die doppelte Dosis zu geben? Oder. Ja, dass man es wirklich versucht, verantwortungsvoll diese Dinge abzuarbeiten. Da haben wir, glaube ich, noch Riesenmöglichkeiten. Da wäre ich sofort zu haben, Herr Spitz. Mit Lebenskraft pur wären wir sofort dabei. Ja, gut. Ich komme darauf zurück. Auf jeden Fall, sehr gerne. Ja. Also, weil das ist mir auch eine Herzensangelegenheit, dass wir in dem Bereich einfach auch weiterkommen. Ne? Von daher, da wäre ich wirklich sofort dabei. Ja. Klasse. Ja, dann vielen, vielen Dank, Herr Spitz. Meine letzte Frage, und zwar ist das so eine Signaturfrage, die stelle ich meinen Interviewpartnern immer. Und zwar, was bedeutet Lebenskraft pur für Sie? Jetzt nicht wir als Firma, sondern das Wort an sich oder pure Lebenskraft. Ja, gut. Ich meine, das ist der Schlüssel im Grunde genommen. Ja. Wenn wir von Gesundheit reden, dann, und Gesundheit ist ja das Größte und die Philosophen haben schon gesagt, ohne Gesundheit ist alles nichts. Aber in meinen Augen, und das ist das Ergebnis der Studie meiner letzten 10, 15 Jahre, ist die Gesundheit ein Abfallsprodukt. Die Gesundheit ist ein Abfallsprodukt eines perfekt funktionierenden Körpers. Und wenn der die Lebenskraft pur hat, ja, das heißt, dass er alles hat, was er für diesen hochkomplexen Apparat, dieses System braucht, dann funktioniert das perfekt. Ja, dann kann ich 5 Kilometer weit sehen, kann auch die kleinsten Dinge lesen und, bin perfekt im Einbeinstand und so. Das heißt, dieses System ist optimal geführt und versorgt. Und dann ist auch das Immunsystem für die Gesundheit optimal ausgeprägt. Dann habe ich als Abfallprodukt dieses optimalen Systems auch eine optimale Gesundheit. Also von daher kann ich diesen Spruch nur absolut unterstützen. Klasse. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Dr. Spitz. Wie kann man mit Ihnen in Kontakt treten, wenn die Leute mehr über Sie erfahren wollen? Ja, ich lade gerne alle ein, uns zu folgen auf der Akademie für Menschliche Medizin. Ich war am Anfang etwas skeptisch, weil das ja doch ein etwas kritischer Anspruch ist, aber das war vor etwa 8 Jahren, als ich das gemacht habe. Wenn ich mir heute die Medizin anschaue, muss ich sagen, sie ist wirklich unmenschlich geworden und wir brauchen eine menschliche Medizin, die wir zusammen aufbauen müssen. Und die Akademie ist also im Internet erreichbar unter Spitzenprävention mit Bindestrich und AE. Und dort findet man also die verschiedensten Dinge, die wir anbieten, von Vorträgen über Bücher und so weiter und so fort. Und dort können Sie sich für ein Newsfeed eintragen und bekommen dann regelmäßig die neuesten Informationen aus aller Welt, was wir so zusammengetragen haben. Sie können aber auch für Vitamin D auf die Sonnenallianz gehen. Das ist eine Plattform, da ist keine Werbung, nichts drauf, wo alles über Vitamin D gesammelt worden ist. Oder
auf die Seite Kompetenz statt Demenz. Das heißt, wir werden in diesem Jahr anfangen, eine Ausbildung anzubieten für Laien, aber auch für Therapeuten, dass wir die Demenz therapieren. Ja, die Demenz ist kein Schicksal, gar kein Genesschicksal, sondern sie ist lebensstilabhängig und dem kann man vorbeugen. Das werden wir also haben. Dann haben wir auch hier eine Webseite. Dann gibt es dann auch ein Dokument, wo ganz klar dargelegt ist, worauf die Demenz zurückzuführen ist und welche Gründe es da gibt. Und auch da sind viele, gibt es ein Newsfeed, wo man sie eintragen kann. Und als letztes haben wir jetzt noch seit letztem Jahr die Nährstoffallianz. Auch das ist eine Plattform, die man dort findet, wo wir alles über die verschiedenen Nahrungsmittel, Lebensmittel zusammentragen, sodass man sich dort schlau machen kann. Denn das, was teilweise im Internet rumkursiert, ist grausig. Und von daher haben wir uns diese Mühe unterzogen. Das ist viel, viel Aufwand und kostet auch viel Geld, dass wir diese Informationen dort neutral zur Verfügung stellen. Klasse. Super. Wir blenden alles in der Infobox ein, dann können die Leute einfach draufklicken, ne? Super. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview und bis bald. Bis bald mal wieder.